Ja, also unser Team ist aktuell, sind wir eigentlich alles Entwickler, aktuell 10/11 Personen. Und wir sind eigentlich aktuell sehr projektspezifisch organisiert. Also aufgrund der Teamgröße macht es jetzt noch nicht wahnsinnig viel Sinn, dass ich jetzt sage, ich habe ein Backend-Team, ein Mobile-Team und ein Web-Team beispielsweise, weil wir einfach da entschieden haben, dass dafür einfach nur die Größe nicht ganz stimmt. Und deswegen sind wir eigentlich projektbezogen organisiert, sprich bestimmte Entwickler arbeiten an einem bestimmten Projekt und sind dann, haben wir zum Beispiel einen Backend-Entwickler in einem Projekt, dann den App-Entwickler und den Web-Entwickler für ein Projekt, das jetzt zum Beispiel eben aus App und Website besteht. Und wir fahren eigentlich sehr gut mit der Strategie, weil halt gerade im Projektgeschäft ist immer relativ viel Overhead, wenn man jetzt zwischen zwei Projekten zum Beispiel hin und her wechseln muss. Und deswegen achten wir eigentlich sehr stark darauf, dass wir einzelne Personen jetzt an möglichst wenigen Projekten gleichzeitig beteiligen, um dann eben diesen Overhead möglichst gering zu halten und dass man nicht die ganze Zeit seinen Kontext wechseln muss, sozusagen. Also bei uns schaut es aktuell so aus: Wir nutzen verschiedene Plattformen natürlich fürs Advertising von Stellen, die es bei uns gibt, zum Beispiel eben devjobs.at oder auch LinkedIn. Zusätzlich dazu schauen wir auch, dass wir natürlich unsere persönlichen Channels, also jetzt Leute, die wir kennen, auch aktiv anzuwerben für unsere offenen Stellen. Und prozesstechnisch schaut so aus, dass wir eigentlich gerade dabei sind, hier einen standardisierten Prozess bei uns im Unternehmen aufzubauen. Der schaut aktuell so aus, dass jetzt eine Bewerbung reinkommt, die landet dann typischerweise bei mir. Ich schaue mir die Bewerbung an, wie präsentiert sich die Person, matcht das skilltechnisch mit unseren Anforderungen. Und wenn das zutrifft, geht es im nächsten Schritt in eine kleine Coding-Challenge. Wir haben da ein internes Tool entwickelt, wo man einen kleinen Code eingibt. Dann bekommt die Bewerberin oder der Bewerber die Instruktionen zugeschickt, macht dann die Challenge und gibt im Endeffekt auch die Resultate wieder ab. Das landet dann wieder bei mir. Wir schauen sich das normalerweise im Team durch. Und wenn die Challenge jetzt zufriedenstellend ist, geht es im nächsten Schritt, laden wir dann die Person zu einem Bewerbungsgespräch ein, wo wir hauptsächlich darauf achten, ob das jetzt auf persönlicher Ebene matcht und ob das da einstellungstechnisch auch passt, passt die Person zum Team und generell wird die das Arbeitsklima, sage ich mal, bereichern. Und wenn das dann eben auch zutrifft, dann geht es im nächsten Schritt in die Einstellung. In puncto Technologien schaut es bei uns so aus, dass wir eigentlich die meisten unserer Technologien, die wir aktuell verwenden, schon über einen, unter Anführungszeichen, längeren Zeitraum verwenden. Also im technischen Bereich sind ja mehrere Jahre, ist eh schon lange. Und backend-technisch zum Beispiel setzen wir hauptsächlich auf Spring. Ist auch natürlich ein bisschen kundenabhängig und was die Anforderungen angeht. Datenbanktechnisch das gleiche, anforderungsspezifisch, aber meistens MongoDB. Und dann bei der App-Entwicklung empfehlen wir schon meistens den Kunden nativ zu entwickeln, also eine dezidierte iOS und eine dezidierte Android-App. Budgettechnisch kann es natürlich sein, dass das einfach nicht möglich ist und dann gibt es natürlich die meistens günstigere Lösung, dass man eben zum Beispiel Cross-Platform ein Approach macht mit React Native oder Flutter. Also punkto technische Herausforderungen mit Sicherheit, was wichtig ist, dass wir technologisch immer am Ball bleiben. Erstens natürlich schauen, wie entwickeln sich die bestehenden Technologien, die man verwendet, weiter. Sind die immer noch auf dem Stand der Zeit? Gleichzeitig natürlich, Technologiebranche ist ja sehr schnell wachsend, sehr wechselhaft auch, dass man schaut, was gibt es Neues, wie kann man das vielleicht verwenden. Also da sehen wir die größten Challenges, dass man da immer wirklich aktiv am Ball bleibt.